Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz doll, dass ihr mit dabei seid und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, ein frohes neues Jahr 2023. Und ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen und habt ein schönes Silvester gehabt, einen schönen Jahreswechsel und freue mich auf das Jahr 2023. Da werden viele schöne Sachen hoffentlich passieren. Und ich wünsche euch auch, dass 2023 euer Jahr wird. Und jetzt schminken wir uns zusammen. Also ich schminke mich und ihr könnt mir dabei zuschauen, wie gehabt. Und ich nehme mal eine Palette, die ich noch nicht benutzt habe. Und jetzt fällt mir gerade was auf. Ich habe mein Happy New Year Haarreif vergessen. Ich wusste, irgendwas habe ich vergessen. Na gut, dann seht ihr den im nächsten Video und tut so, als hätte ich ihn jetzt auf. Wir schminken uns mit dieser Palette hier. Die habe ich noch nicht benutzt. Die ist jetzt im letzten Jahr rausgekommen. Disney Classics Marie Palette von The Aristocats. So sieht die von innen aus. Und ja, also es wird nudig, rosé-lastig. Vielleicht habt ihr die Palette ja auch zu Hause und könnt euch parallel mit mir damit schminken. Oder auch nicht und ihr guckt einfach nur zu, wie ihr mögt. Und ja, ich wusste noch, bevor ich die Kamera angemacht habe, dachte ich noch, du hast irgendwas vergessen. Ja, mein Haarreif. Mitch, Ja. kannst du mir meinen Haarreif noch geben? Der liegt beim Fernseher. Was würde ich nur ohne Herrn Muffin tun? Ich wäre völlig aufgeschmissen. Es würde nichts funktionieren. Nichts. Wie schön. Dankeschön. So, jetzt kann es auch losgehen. Happy New Year! Ich wünsche euch ein frohes Neues. Nein. Gut, wir fangen an mit dem Augen-Make-up. So, jetzt habe ich den Haarreif extra auf und ihr seht ihn gar nicht. Egal. So, aber fürs Gefühl ist gut. Schön, 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 schön. Schön, 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 schön. Ich starte mit einem Ebelin-Pinsel und dem Ton Paris. Das ist so ein Rosé-Ton. Hat ein bisschen Kickback und ein bisschen Fallout, aber eine schöne Farbabgabe. Ich fand, das war eine schöne, schöne LE. Die Disney LE hat mich hier sehr überzeugt. Ich mag ja auch die Bambi-Palette sehr gerne. Also diese Disney-Tiere Limited Edition fand ich richtig gut im letzten Jahr. Muss ich auf jeden Fall sagen. Schön, echt schöne Farbe. Jetzt gehe ich in was Dunkleres. Und zwar in Madame Bonfamille. Das ist so ein Braunton. Und verdunkel mir das hiermit so ein bisschen. Auch der hat ein bisschen Fallout. Der ist ein bisschen rötlicher, als er im Pfännchen ist. Auf dem Auge. Aber das kann auch sein, dass sich das gerade mischt. Auf dem Pinsel. Und das deswegen so rötlich aussieht. Links habe ich gar keinen Fallout. Rechts habe ich Fallout. Aber ich wische mal auf beiden Seiten. Das ist pro forma. So, jetzt haben wir die Lidfalte definiert. Das finde ich ganz schön, so wie es ist. Dann würde ich mir einen flachgebundenen Pinsel nehmen. Und zwar nehme ich den von Ellie und BH Cosmetics. Und gehe in. Die sind alle so schön, die Schimmertöne. Ich fange mal innen mit dem hellsten an. Hopeless Romantic.
und setze mir das in den Innenwinkel und so ein bisschen aufs Lid drauf. Ich habe mir ja keine direkten Vorsätze vorgenommen fürs Jahr 2023, aber so Ziele habe ich mir gesteckt. Die Ausbildung möglichst mit einer guten 2 oder sogar einer 1 zu bestehen. Das wäre so Ziel Nummer 1. Dann möchte ich gerne einen Arbeitsvertrag unterschreiben, möglichst bei dem Arbeitgeber, bei dem ich gerade bin. Da bin ich nämlich sehr zufrieden. Und jetzt gehe ich in Little Lady. Das ist, glaube ich, ein Topperton. Das sieht krümelig aus. Und wir wollen mit dem Rauchen aufhören. Mitte des Jahres, wenn die Prüfungen alle vorbei sind, dann denke ich, habe ich und den Vertrag unterschrieben habe und alles drum und dran, wenn das alles durch ist, dann habe ich, glaube ich, auch die Kraft und die Muße dazu, mit dem Rauchen aufzuhören. Für alle, die es nicht wussten, shocking, ich rauche seit ich 15 bin, also seit fast 20 Jahren. In 2023 sind es fast 20 Jahre Rauchen und das reicht. Ich habe schon mal aufgehört zu rauchen, da war ich so 18, 19, irgendwas den Dreh. Hab's 3 Monate geschafft und habe dann wieder angefangen. Das war so semi-erfolgreich. Der Topperton gefällt mir ganz gut, der hat aber leider Fallout des Todes. Den muss man wahrscheinlich angesprüht benutzen. Jetzt habe ich hier so Glitzerpartikel auf der Wange. Aber der Ton an sich ist sehr schön. Jetzt gehe ich, der sieht jetzt auch schon ordentlich ramponiert aus. Der war das. Jetzt gehe ich in den dunklen Duchess. Das ist ein Schimmerton. Klopfe den mal ein bisschen in den Pinsel ein und der kommt hier noch außen zum Verdunkeln hin und so ein bisschen hier unten. Da muss ich gleich noch mal, obwohl geht, sieht gar nicht so kantig aus, das ein bisschen verstreichen. Ja, cool. Cooler Augenlook. Ich nehme mir nochmal den Blendepinsel und blende da so ein bisschen drüber. Ah, jetzt hat sich die Farbe ein bisschen abgetragen. Schade. So. Aber das gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Schönes Rosé Nude Make-up. Ja, gefällt mir. Schöne Palette, die darf bleiben. Definitiv. So, dann grab ich mir mal ein Mascara. Nehmen wir mal den Magic Finish Mascara. Der hat mir gute Dienste geleistet. Riecht auch noch gut, ist noch schön cremig. Ich werde heute noch ein paar Videos drehen, also den Look werdet ihr noch ein paar Mal sehen in den nächsten Tagen. Ihr habt auf Instagram abgestimmt, ob ich Instagram live mich schminken soll oder in einem Video. Und die meisten waren für Video. Die Schminkvideos werden am wenigsten gut geguckt bei mir. Ich weiß, die sie gucken, finden sie super oder meistens super. Können dazu abschalten oder sich selber schminken.
Und für euch mache ich das auch. Ich war ja jetzt viel ungeschminkt in Videos, weil ich einfach nicht, ich hatte nicht so Bock drauf, mich zu schminken und so. Dann mache ich das auch nicht. Nur ein bisschen Lippenstift drauf und gut ist. Aber jetzt dachte ich mir, heute fürs neue Jahr, dachte ich mir, schminken wir uns mal wieder zusammen. Nicht so nah. Oh, nicht den Spiegel mit drauf. So. Ich habe hier übrigens ein neues Regal und da stehen nur fast nur Kringle-Candles drin. Das habe ich, das haben wir noch bei den Schwiegereltern quasi abgeluchst. Da so. Ja. Und ich sitze mal davor, ne? Aber ja, die sind jetzt gut untergebracht. Ein bisschen Blush. Was habe ich denn hier Schönes rumliegen? Pale Pink von H&M. Ein Evergreen. Ein Evergreen. Everpink. Der geht immer. Der passt zu allem. Der begleitet mich seit Jahren. Und ich liebe ihn seit Jahren. Das ist das perfekte Rosa für mich. Es gibt ja den Trend, sich den Blush auf die Nase zu machen. Macht ihr das auch? Ich finde das irgendwie, ich kann mir das bei mir nicht vorstellen. Deswegen mache ich es auch nicht bei mir. So, und ein bisschen Lippenöl. Ich habe heute Lust auf Lippenöl. Von Luna Beauty. Auch ein Favorit aus dem Jahr 2022. Habe ich geschenkt bekommen. Dieses wunderschöne Packaging mit dem Glitzerstein. Dieses wunderschöne Lippenöl kostet auch irgendwie 20 Euro oder so. Hätte ich mir so nie gekauft, aber mega happy, dass ich es habe. Das bitzelt auch nicht oder so. Das ist Expose Me. Gibt es bei Purish. Gibt auch aktuell 20% bei Purish. Mit dem Code von Kati von Contra Junkie. Falls ihr euch das mal kaufen wolltet, kann ich nur empfehlen. Ja. Ja. Und ich glaube, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und Gute. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Tschüss.